Hallo und da sind wir wieder bei Minecraft. Wie gesagt, in der Folge geht es darum, den Charakter zu vergrößern. Dann müssen wir mal gucken. Wir müssen da einfach mal eins tiefer. Aha, das schaut die gut aus. So, hier unten mal Platz machen. Ich weiß gar nicht, wie groß ist denn der überhaupt? Ah, eins größer, so. Oh, noch eins größer. So groß ist der. Ein großer Junge ist das, ne? Wir werden aber da jetzt ziemlich Schwierigkeiten bekommen, bin ich mir relativ sicher. Wenn wir jetzt den Boden aufreißen werden, aber okay, damit müssen wir unbedingt leben. So. Da werden wir erfrieren wahrscheinlich. Zack, 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 zack. Hier mal. So entlang. Aha, hier haben wir das Kabel, das muss dann auch werden, logischerweise. Komm. Zack. Zack, Kiste brauche ich jetzt nicht mehr. Und hier. Man könnte meine Schalter theoretisch mal abzuschalten hier hin machen. Und hier haben wir eh nichts mehr im Weg. Das Schwierige kommt erst jetzt. Und zwar in der Mitte, dann müsste hier einer sein. Hier einer. Und hier einer, genau. Da müsste man jetzt zack, zack, zack und zack machen. Und jetzt, haha. Ein raus, ein rein. Ein raus, ein rein. Damit das gefrorene Dings da nicht runter rennt auf uns. Ui, der war knapp. Ah, da war noch ein Fuelrod, das ich vergessen hatte. Aha. Kurz überlegen, warte mal. Da muss ich jetzt so irgendwie machen. Ich hoffe, das war richtig. Nein. Eins zu daneben. Gib mir mein Dingswert zurück, du dämlicher. Du dämlicher Sift, du. Hallo? Willst du mich verarschen oder was? Mann, so. So, jetzt aber. Wo ist jetzt mein Fuel Rotendo? So, jetzt ist Ruhe hier. Verschwind mal, du Flüssigkeit. Hallo, willst du nicht verschwinden oder wie sehe ich das? Sind die ganz super, ne? Na, dieses Eis ist schon ein bisschen nervig hier. So, du zu und hier kommt noch eine Fuelrod rein. Die habe ich jetzt natürlich nicht mehr, die ist, glaube ich, ein Eis. Gefangen gewesen. So. Menno. Da müssen wir eine neue craften, wenn wir sonst keine haben. Kurz was trinken an den Beißer. Da habe ich schon eine. Ja, eigentlich brauche ich keine auf Sicherheit. Casing habe ich genug, das passt. Es wird wohl klappen. Es regnet. Ich hoffe, dass der Charakter dann auch so richtig funktioniert, wie ich mir das vorstelle. So, jetzt müsste ich den aufmachen und zack, genau. So, den weg, den hier hin, den hier hin, den hier hin. Da. So. So. Mal immer aufpassen, dass man hier die Steine richtig platziert, weil sonst zerstört man den Multiblock zum Schluss und das ist natürlich auch doof. So. Und ich hoffe, dass das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Weil da müssten wir schon ein bisschen mehr erreichen von der Masse her. Also wie viel? Ah ja, Multiblock ist ja vorhanden.
Also von, wie heißt denn das? Der Ausbeute sozusagen. Ist die Frage, wie viel schaffen wir? Wie können wir denn das messen mal? Wir müssen eine hundertprozentige Auslastung haben. Aha. Schneeball braucht kein Mensch. Ah, super. Bin erst wieder rein. Da ist den. Egal, hier machen wir einfach wieder dicht und die Sache hat sich erledigt, weil hier unten das passt eh. Hier ist schon ein bisschen Schnee. Zack, zack, zack. Hierzu. Hierzu. Und wenn das noch immer nicht reicht, da von der Leistung her, können wir in Notfall noch immer tiefer fahren. Denn von hier oben schaut es ja trotzdem aus wie ein normaler Reaktor. Ah, nee. Haha. Hier oben brauchen wir noch dieses Silurium. Das rennt jetzt eins tiefer. Das habe ich ganz vergessen. Damit mal aufpassen. Das muss ich dann noch craften. Wie hat das geheißen? So, jetzt. D, nee, nicht T. E. Tja. Mal Expansion. Und zwar brauchen wir da Gele bla 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 Teile. Das war, wie war das? Schneeball. Sand extrudieren. Ja, Schneeball. Das heißt, wir gehen Schneeball farmen. Ich weiß es gar nicht. Kriegen die scheiß Map hier wieder zustande da. Ja, okay. Schneebälle können wir ganz einfach dorthin farmen. Ich weiß nur nicht. Ich glaube, mit Dreh ging das nicht. Da brauchen wir eine Schaufel. Ich weiß, irgendwo habe ich eine umliegen, aber ich weiß nicht mehr wo, deswegen baue ich mir einfach eine neue, dann habe ich meine Ruhe. Spare ich mir das Suchen. Hier in dieser Schneegebiet sind unsere wunderschönen Bäume. Ah ja, jetzt schaut das schon besser aus. Seht ihr, jetzt ist ein ziemlich grüner Fleck, ziemlich schwarzer Fleck, also das wird schon mit Bäumen. Einfach Ruhe lassen, dann wird das schon werden. Die machen das von alleine. Hier ist ein Schneegebiet, da habe ich schon jede Menge Bäume gehabt. Fällt. Da waren die ganz die großen Bäume, die wird eh vielleicht sehen. Kurz gucken, ob der. Okay, mit denen geht das auch. Und das ist so ein Kauf. Jetzt haben wir 7, 12, ja geht, ja cool. So. Da mal halt ein bisschen. Da haben wir genug. Und die müssen wir jetzt mit Redstone übergießen und schon. Seht ihr, da sind noch die restlichen Blätter, die nicht abgefallen sind. Aber okay, das ist uns egal. Die Blätter interessieren uns nicht. Wir brauchen jetzt Redstone. Wie war das jetzt nochmal? In welcher Maschine? Fluidtransposer, genau. Der müsste jetzt eigentlich, wenn ich mich auch recht entsinne, hier unten stehen mittlerweile. Die habe ich hier hingestellt. Magma Crucible, genau, und den hier. Zack. Output nach rechts. Import von drüben. So. Und schon arbeitet er. Genau, eins haben wir schon. Und so arbeitet das dahin. Mal warten. Während das arbeitet, kann man das Rezept mal angehen. Und wir könnten oben schon mal Decke aufreißen, weil das müssen wir auch machen. Achso, nee, das ist das Glas, deswegen. ME. Wir brauchen die Flüssigkeit, die war im Magma-Kurs-Hebel, genau, da brauchen wir das. Dann gehen wir hier rauf. Und reißen mal die Decke auf. Da müssen wir eh die ganze Decke aufreißen, glaube ich. Oder fast die ganze. Wäre ja nicht das erste Mal, dass die scheiß Decke aufreißen muss. Zack, zack. Aber gekühlt muss er unbedingt werden. Da kann ich nichts deaktivieren. Nur aufpassen, dass das Glas aufklappt. Ja.
Treppen, sonst muss ich da wieder nachmachen. Da habe ich keine Lust gerade. Ja, ja, Schnauze, Typ. Nur weil du mit den Füßen an Eis ankommst, ist nicht so schlimm. Eigentlich ist das ja... Ich kann ja... Ja, es ist kälter als Eis, wahrscheinlich. Deswegen tut das sich ein bisschen da weh mit den Füßchen. Aber okay. Er wird überleben und wenn nicht, ist mir auch egal. Was fressen wir nicht schlecht, damit das wirklich überlebt. So. Zack. Und hier nochmal. Und da nochmal. Damit mal gucken, wie wir das Ganze handhaben. So. Bam, zack. Jetzt gehen wir mal gucken, wie weit der jetzt da drüben ist. 22, das passt dann eh schon. Dann müssen wir gucken, brauchen da noch einen Tank, wo wir das reinfüllen. Mit Tank geht das natürlich einfacher. Ich weiß gar nicht, wie viel Salpeter das ich habe. Na, 26, das reicht locker. Wie viel kriegen wir raus? 100, naja, doch nicht. Da brauchen wir noch mehr. Und zwar fehlt uns... Achso, Schneebälle, ja, das sollte kein Problem sein jetzt. Jetzt fehlt uns Salpeter. Da haben wir nichts mehr, okay. Wie kriegen wir Salpeter-Dust? Indem wir... Salpeter-Ohr. Fluchrot. Haben wir hier irgendwo, haben wir sicher Salpeter noch. Nickel... Silber, Netherquarz, nee, anscheinend doch nicht. Okay, dann halt nicht, dann muss das genügen. Was wir brauchen, ist ein Tank. Acht, nee, ich brauch. Haben wir keinen Tank schon wieder? Meine Güte, ich habe schon so viele Tanks gebaut und immer sind sie weg. Dann machen wir es mal anders. Dank, da bauen wir mal den hier, so. Sollte auch genügen eigentlich. Sonst noch Reserve halber hier. Mal Flödaktpipe mitnehmen. Das Inventar ein bisschen leeren, so. Stonebricks. Reaktorglas. Item Duck werde ich hoffentlich nicht mehr brauchen. Advanced werde ich auch nicht mehr brauchen. ME brauche ich auch nicht. Und dann, wohin muss ich jetzt? Magma-Kurshebel. So. Wir haben hier keine Bauern mehr, weil... Weil, ich weiß schon warum. Ihr vielleicht auch, oder? Geht das so? Das geht so nicht anscheinend. Dann machen wir das so. Da passen 16 Eimer rein, das reicht. Habe ich einen Eimer mit? Nee. Da muss ich wieder zurück Eimer holen. Dann müssen wir das halt per Hand reinschaufeln, wenn es anders nicht geht. Bucket. Ah, hier habe ich sogar noch zwei. Das ist ja auch gut. Das habe ich hier gar nicht gesehen, ey. Hier. So, nee, falsche Maschine. Hier, zack. Die hat jetzt keine Energie. Hahaha. Das ist natürlich wunderbar, da wir mal schnell mal eine Lösung finden müssen. Universales Kabel. Und holen wir uns drüben einen Cube. Dann haben wir es auch, so. Hau mal mit dem Cube ab. Wir schließen einfach mal professorisch an, dann passt das. Das heißt, hier so. Und den Cube. Einfach mal hier so. Schon hat Energie. Zack. Zack.
Oh, nochmal. Wir haben ja noch zwei. Was macht der? Der hat nichts mehr zu tun, okay. Gut, das heißt, wir haben hier 4, 5, 6, das reicht nicht, oder? Okay, egal. Das wird schon irgendwie werden. Sonst muss ich das halt offline nochmal genauer machen. Ich werde jetzt einfach mal testen, wie weit wir kommen. Ich weiß, wir brauchen da mehr als für die, was wir jetzt haben. Das heißt, das wird eine Offline-Baustelle noch werden. Aber das soll ja euch nicht jucken. Das ist ja mein Problem dann. So. 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 Mal da gucken, ob ich da unten reinkomme. Na, da komme ich jetzt nicht mehr rein. Haha. Das heißt, ich werde erstmal das Glas zerstören. Das geht jetzt unter, das ist natürlich wieder wunderbar. Aber okay, muss das sein. Zack, ah, hier ist nichts mehr vorhanden. Dann hier. Und das war's. Haha. Ja, das mache ich dann offline weiter, würde ich mal sagen. Es dauert jetzt noch ein bisschen länger, bis ich Salpeter organisiere. Da muss ich wieder in eine Wüste graben gehen. Was natürlich jetzt kein Problem wäre, aber die Folge ist gleich zu Ende, deswegen, ja. Zahlt das nicht aus. Gut, wir können dann trotzdem noch mal hinter zu unseren Bäumen hingucken. Und das erledigen noch mal oder mal gucken. Oh, das sieht so aus. Bunt gemixt ist es hier. Kommt der oben nach? Ah, haha. Ja, das ist halt natürlich wunderbar. Wir könnten jetzt eigentlich direkt... Ah, nee, das mache ich dann offline, ist egal. Mache ich fertig, dabei kann das hier wachsen. Aber ihr seht schon, das wächst schön. Hier haben wir alles grün, blau. Also es funktioniert doch nicht so wie erwartet eigentlich. Ich dachte mir zuerst, das wird nichts, aber wird wohl doch. Hier können wir mal gucken, ob wir den Baum mal fällen können. Oh, da fällt wieder alles mit. Damit hier nicht so nahe was wächst da. Aber da forst mal wieder ein bisschen auf die Bäume. Weil so leer will ich das ja auch nicht haben. Sollen schon Bäume sein. Ist ein schöner Wald. Wir schon einen schönen Wald haben. So, ja. Das passt schon besser so mit ein bisschen Wald. Gut, dann würde ich sagen, das war's für die Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich mache den Reaktor hier offline weiter, weil ich das Beta suchen muss. Und dann sehen wir uns. Macht's gut. Ciao Leute. Bis dann.